Meine treuen Gefährten des Couch Gaming, wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind im Drunken Huntsman. Und, oh, wir laufen ja. Naja, so. Wir schauen uns erstmal an, was wir so haben. Mal gucken. Wir haben eine leere Flasche. Ja, die bringt uns nichts. Ganze 11 Lockpicks. Mhm. Unseren Rucksack. Und da haben wir noch ziemlich viel Zeug drin. 2 Healing Potions, eine Stamina Potion und eine Fackel. Okay. Wir könnten uns etwas zu essen holen. Und hört ihr das? Ja. Draußen regnet's. Oh Mann. Tja. Hin und wieder regnet's auch mal. Naja. So. Come on in. We got warm food, warm drinks and warm beds. Tja, dann holen wir uns mal etwas zu essen. I enjoy this work well enough, but I'm ready to retire. I've been thinking of selling the inn to Isolde. Anyway, what do you need? Wir brauchen etwas zu essen. Drink for the thirsty, food for the hungry. So, dann suchen wir uns mal was Leckeres. Das ist doch mal was. Gibt's hier vielleicht noch irgendwie etwas Schönes? Eine Hähnchenbrust. Ja. Need anything else? Sehr schön, die Hähnchenbrust, die heben wir uns noch auf. Wir essen jetzt erstmal den Cabbage Stew, ja, den Apfelkohleintopf. Let me know. So. Und da bringt doch auch was. Sehr schön. Aber wir brauchen noch etwas zu trinken, beziehungsweise... Tja. So. Brauchen wir Wasser für unsere Flasche, denn eine leere Flasche bringt uns nichts. So. Trust in Heimskirk, for I am the chosen of Talos. I alone have been anointed by the Ninth to spread his holy word. Terrible and powerful Talos, we, your unworthy servants, give praise, for only through your grace and benevolence may we truly reach enlightenment. And deserve our praise too, for we are one. So. Zack, river water added. You walked among us, great Talos. Not as God, but as man. Und ich würde mal sagen, wir begeben uns nach Riverwood. Was sollen wir hier? In Whiterun. Hier gibt's nichts für uns. Nichts für uns zu schaffen.
Oh Mann, was? So. Staying safe, I hope. Ja, wir passen schon auf uns auf. Until next time. Ja, die Wachen, die machen jetzt immer so einen kleinen Smalltalk, wenn man die anspricht. Ah, das können wir hier auch nochmal machen. Hätten wir sie vorher angesprochen, bevor wir unsere Bounty bezahlt haben, dann hätten die genau das gleiche gesagt wie die eine Wache, bei der wir das alles bezahlt haben. Nämlich, wait, I know you. Und dann wäre dieser Blödsinn wieder losgegangen, ne? Jetzt, wo wir halt ein unbescholtener Bürger sind, da plaudern die auch gerne mal mit uns. Ach ja, dieses Wetter. Es ist doch wirklich unglaublich. Naja, begeben wir uns nach Riverwood. Wir haben ja alles. Und dann werden wir mal nachsehen, was uns dort erwartet, ne? Beziehungsweise, was uns auf dem Weg erwartet. Denn es kann ja immer mal wieder sein, dass da irgendwie wilde Tiere auftauchen oder NPCs, Banditen, sonst irgendwas. Und das kann überall passieren. Egal, was für eine Reise wir antreten, es kann immer passieren, dass uns hier unerwarteterweise irgendwas überfällt oder angreift oder sonst was. Und da ist eine Schlammkrabbe. Liebe Freunde, die Schlammkrabbe, um die kümmern wir uns doch jetzt nochmal. Da ist sie. Da ist sie, schwer zu erkennen, aber... Wir müssen Ausdauer wiederherstellen. Wir müssen immer wieder mal gehen. Anders geht's nicht. Wir dürfen uns nicht von der erwischen lassen hier. Aha, seht ihr? Da wird sie schon gestaggert. Und zack! Ja, liebe Freunde, wir brauchen nun mal die Ausdauer, um überhaupt Schaden zu machen. Na? Oh, hier haben wir noch unseren Iron Arrow. Jedenfalls einen. Der auch. Ja, die Teile bleiben ja nicht in der, in dem Chitinpanzer stecken. Die prallen ja einfach wieder ab, aber verursachen trotzdem Schaden. Jetzt schauen wir doch nochmal, ob wir hier noch irgendwo welche kriegen. Hier irgendwo... Aber ich glaube mal nicht. Nee. Ach, die wird sich schon irgendjemand nehmen. Die Schlammkrabbe, die ziehen wir mal hier an die Seite. Das ist ja
So. Tja. Wir brauchen Ausdauer, sonst machen wir keinen Schaden. Zurzeit machen wir 8 Schadenspunkte mit dem Bogen und ich glaube auch 8 Schadenspunkte mit den Pfeilen, ja. Wenn unsere Gesundheit voll ist, dann machen wir mit beiden ganze 10 Schadenspunkte und wenn wir gar keine Ausdauer haben, lediglich 4. Das heißt also, bei voller Gesundheit machen wir mehr als das Doppelte an Schaden. Und wenn wir dann noch das Glück haben, ein Sneak Attack zu machen, also während wir schleichen, wo das Ganze dann nochmal mal 2 genommen wird, dann machen wir bei voller Gesundheit ganze 20 Punkte Schaden und das ist das Fünffache von dem Schaden, den wir normal mit dem Bogen machen würden, komplett ohne Ausdauer. Das ist heftig. So, und der Himmel klart ein bisschen auf, es hat schon aufgehört zu regnen. Sehr schön. Das Leben kehrt zurück. Jetzt ist hier alles nicht mehr so grau und dunkel. Und der Wasserfall verursacht Lensflares. Juhu! Ich liebe Lensflares. Ich weiß nicht, was so. Ich weiß nicht, wieso. Außer wenn das irgendwelche Lightsprites sind, die so gefaked sind. Die hasse ich. Wenn sie so wie in der ENB echt sind. Also, ja, was heißt echt? Also dynamisch errechnet aus dem Bild heraus. Dann finde ich die toll. Doch hier irgendwas gehört. Das ist ja merkwürdig. Na gut, da haben wir es schon. Riverwood. Und ja, da ist ein Eimer im Wasser, der... Der wurde wohl verloren, den... Hat die Strömung wohl irgendwie mitgenommen, als er hier irgendwo am Rand stand und dann... Zack. Ja, kann mal passieren, ne? So. Da sind wir wieder. Im guten alten Riverwood. Tja, was machen wir denn hier? Wir könnten eigentlich das Zeug hier verkaufen, ne? Von der Schlammkrabbe. Genau. Und dann können wir auch das Wasser auskochen. Ne? Ich denke mal, das machen wir einfach. Hey, Lucan. Ich hab mal wieder Zeug zu verkaufen. The Riverwood Trader is everything you need in a general store. Ja. Okay, was habt ihr zu verkaufen? Ich möchte handeln. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Ja, wir brauchen jetzt allerdings keinen Krimskrams.
Wir verkaufen dir einfach mal die beiden Sachen hier. So. Vielen Dank. I better get back to cleaning the store. What a mess. So, und dann kochen wir hier noch mal ein bisschen was aus, ne? So. Vielen Dank. So einen Kochtopf können wir uns natürlich auch kaufen, ne? Den können wir dann einfach irgendwo aufstellen. Am besten natürlich in der Nähe eines Lagerfeuers. Oder war das Lagerfeuer benötigt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall können wir uns einen Kochtopf kaufen. Den können wir aufstellen und können darin Sachen zubereiten. Auf unseren Reisen, ne? Falls wir irgendwie, ja, rohe Lebensmittel finden, vielleicht erlegen wir auch etwas und dann kriegen wir Hunger. Dann können wir ganz schnell mal mit dem Kochtopf, den wir uns gekauft haben, den wir dann mitgenommen haben, etwas zu essen machen. Hoffen wir mal, dass wir das nicht brauchen. Komm, den packen wir mal hier oben hin. Ja, macht er sich doch gut. So. 34 Pfeile. Na, dann können wir uns eigentlich nochmal 6 Stück kaufen, ne? Whatever you need. Buy Ysmir if it's simple and strong. I can forge it. Ja, ja, das weiß ich. So. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Zeig her, was du hast. Da haben wir sie doch. Na, so. Zack. Und wir könnten nächstes Mal wieder anfangen zu arbeiten. Ne? Wir haben nur noch 171 Goldstücke, also Septime. Ich muss mir das endlich mal abgewöhnen. Diese Dinger immer Goldstücke zu nennen. Es sind Septime. Naja. Gut, gut, gut. Schnappen wir uns einmal kurz die Axt. So. Und dann gehen wir schnell hier hin. So. Locker noch ein wenig die Schultern. Und dann geht's los. Und zack. Und den nächsten. Sehr schön. Wie ist das denn jetzt ausgelastet? Ja, das, da können wir noch ein paar. So. Das Schöne hierbei ist natürlich, wir kriegen jetzt immer konstant 6 Feuerholzstücke. Und wenn wir das über das Menü machen, brauchen wir dafür eigentlich immer eine Stunde. Und teilweise sogar 2. Hiermit geht das deutlich schneller. Ganz einfach, weil wir die nicht unbedingt suchen müssen, sondern, ja, nehmen wir uns hier einfach und schlagen die. Zack. Und dann haben wir sie schon. Bei Frostfall, wenn wir das über das Menü machen, dann gehen wir quasi auf die Suche nach nutzbarem Feuerholz. Und dann wird das zufällig generiert. Zwischen 3 und 7 Stück können wir da dann sammeln
innerhalb einer Stunde. Und das war immer so ein bisschen blöd, weil das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und deswegen, wenn wir das mit diesem Menü machen, dann machen wir das nur, um ja, wenigstens etwas Nützliches zu tun in dieser Zeit. Was? Physik hat hier einfach gestoppt. Ich will die gerne mal so hinlegen, ja. Danke. Meine Güte. So. Dann müssen wir zu Hot, oder? Ja. Der ist dann wahrscheinlich in seiner Hütte. So. Unglaublich, ich muss die ganze Zeit husten, räuspern. Ich mag diese Zäune. Sie sind einfach und haben irgendwas. So, dann geht's mal ab hier ins Haus und ja, mal gucken, ob Hot da ist. Er ist ganz bestimmt da, er hat nur abgeschlossen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ah. Gut, dann brechen wir eben ein. Ne? Warte mal. Zuerst mal hinhocken. Nochmal nachsehen, dass niemand guckt. Sehr schön. Weil sonst kriegen wir ja nochmal ein Kopfgeld, ne? Weil wir brechen ja quasi jetzt ein, ne? So. Can I help you? Da ist er doch. Mein Gefühl täuscht mich eben nicht. Here for work? Get an axe and bring me all the wood you can chop. Deswegen sind wir hier. Wir haben Feuer zu verkaufen. Braucht ihr etwas? Honest gold for honest work. Sehr schön. Gut, dann belästige ich dich auch nicht länger. So. Dann gehen wir mal. So, und jetzt haben wir 207 Goldstücke. Sehr schön. Wir könnten uns eigentlich ein paar Heilpotions kaufen, ne? Die kann man ja immer wieder mal gebrauchen. Ich denke mal, die lohnen sich. Das ist eine sehr gute Investition, damit wir hier nicht immer sterben. So, Lucan, uns ist noch was eingefallen, was wir brauchen. The Riverwood Trader is everything you need in a general store. Ja, hast du denn auch das, was wir kaufen wollen? Oh, a bit of this and a bit of that. Ist da in diesem a bit of this, a bit of that auch eine High Potion drin? Mal gucken. Oh. Ja, hier haben wir sie. So eine Potion of Regeneration. Die ist natürlich langsamer als eine einfache Healing Potion. Aber die ist auch deutlich günstiger und die heilt letztendlich mehr. Na, die heilt einen ganzen Punkt pro Sekunde. Aber das für 300 Sekunden. Das heißt also, wir haben hiermit eine Regeneration von 300 Punkten. Und ich denke mal... Oh. Ja, umschalten sollte man nicht. So. Und dann nehmen wir uns die hier nochmal. Damit wir so eine auch haben. Potion of Resist Fire. Nee, sowas brauchen wir nicht.
damn thieves. As if things weren't bad enough. So. Und ich würde mal sagen, dann gehen wir nochmal auf ein kleines Abenteuer. Na, sammeln so ein bisschen XP. Obwohl, wir haben eigentlich... Sollten wir doch mittlerweile ein bisschen XP haben, ne? Auch vor allem durch das Holz sammeln. Holz fällen, Holz hacken. Ja. Gut, können wir hier irgendwas Nützliches... Ja genau, Smithing. Das lohnt sich doch immer wieder mal. Na, dann können wir auch mal unsere eigenen Waffen herstellen. Unsere eigenen Rüstungen. Wie wir das ja mit den Leather Bracers hier gemacht haben. Mit diesen Armschienen. Und... Ja. Wenn wir richtig gut im Schmieden werden, dann können wir auch sowas von abgefahrene Waffen herstellen. Da würde Alvor glatt neidisch werden. Aber um das zu erreichen, ne, um einen hohen Schmiedeskill zu erreichen, beziehungsweise irgendwie einen hohen Skill in irgendetwas, brauchen wir Erfahrungspunkte. Und ich denke mal, der beste Weg, sich diese Erfahrungspunkte zu holen, ist, gegen etwas zu kämpfen. Ne? Damit verdient man ja ziemlich viel. Ne, wenn wir schleichen, kriegen wir damit mit jedem Schleichangriff 400 Punkte. Beziehungsweise, wenn uns die Rest Points ausgehen, 200. Was ja auch schon ziemlich gut ist. Und wenn wir den Final Blow machen, richtig, also den letzten Schlag abgeben, mit dem sie dann wirklich auch instantly draufgehen, also nicht irgendwie an den Verletzungen verrecken oder so, dann kriegen wir noch einmal einen ganzen Batzen an Erfahrungspunkten. Und dieser Hase hier, dieses Kaninchen, das ist ja... Ja, jetzt läufst du im... Jetzt schlägst du Haken, ne? Ja. Oh, ein Skeva. Skeva haben wir doch schon mal erwischt. Der Baum ist im Weg. Der Skeva hat den Hund getötet. Oh Mann. Nein, 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 nein. Angreifen sollst du uns nicht. Oh Mann. Was eine Sauerei. Gut, mal gucken, ob wir die Pfeile zurückholen können. Können wir nicht, dafür kriegen wir hier diesen Skeever Tail. Na, den müssen wir nicht mitnehmen. So, schauen wir doch mal, was die hier alles haben. Der wird Hundefleisch haben, einfach nur. Aber ja, genau, hier ist noch ein Pfeil von uns. Den nehmen wir doch mit. Eigentlich bin ich ja versucht, jetzt hier nachzusehen in die beiden. Machen wir aber nicht, weil wir wissen ganz genau, da ist nur dieses Standardzeug drin. Hundefleisch im Hund und Skeever Tail. Na, das, wir wissen es ja einfach. Ja? So. Obwohl, tja. Suchen wir mal ein bisschen weiter. Ich glaube, die Banditen hier vorne, die können wir... Ein Fuchs, ein Fuchs, ein Fuchs. Hey. Wir warten jetzt erstmal noch auf unsere Ausdauer, dass die sich schön regeneriert, damit wir hier schön viel Schaden machen. So. Na also. Nein, wir haben daneben geschossen.
Nicht schon wieder. Verdammt. Ist hier. Da ist er. Oh Mann, wir laufen jetzt echt einem Fuchs hinterher. Einfach nur um den... Oh, da haben wir ihn. So. Oh Mann, 288 Punkte damit verdient. Das ist ja mal geil. So. Den Pelz nehmen wir ihm natürlich ab. Oh Mann. Da haben wir jetzt mit der kleinen Aktion 200... Da geht einer. Was... Ob wir den... Der hat eine Waffe auf dem Rücken. Ist das vielleicht ein Kämpfer? Wenn das ein ehrenhafter Mann wäre, dann würde er eine Rüstung tragen. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Bandit. Ja. Nur Banditen tragen Bauernslumpen und haben große Waffen. Du kannst uns nicht täuschen. So, schauen wir mal, ob wir damit... Na also, 837. Es war bestimmt ein Bandit. Ich hab's gewusst. Ein Bandit. Oh Mann, was haben wir für eine gute Menschenkenntnis? Na gut, die sind recht einfach daran zu erkennen, dass sie eine Waffe haben. Und diese Bauerslumpen. Wenn das irgendwie Mercenaries wären, also irgendwelche Söldner oder so, dann wäre das anders. Ne? Dann hätten die keine großen Waffen. Also, wenn sie Waffen hätten und es wären Mercenaries, dann hätten sie auch eine Rüstung an. Exposure has increased? Das... Oh, ein Tutorial, okay. Your exposure has increased. And your skulls are beginning to suffer. You should find a fire to warm up. You can also drink alcohol to reduce your exposure temporarily. By default, you will die at very high exposure. Also, ja, unsere Exposure, also, wie stark wir denn jetzt frieren? Ist jetzt so stark geworden, dass schon unsere Fähigkeiten darunter leiden. Also unsere Skills, also das, was wir in den Skilltrees haben und so. Das ist jetzt schon schwächer geworden dadurch. Wir sollten ein Feuer suchen, um uns aufzuwärmen. Wir könnten auch Alkohol trinken, um unsere Exposure kurzzeitig zu verbessern. Standardmäßig, also... Ja, standardmäßig eingestellt, werden wir sterben, wenn wir eine sehr hohe Exposure erreichen. Und zwar, um genau zu sein, 100 Punkte. Und wie viel haben wir jetzt? Minus 40. Oh, dann sollten wir uns besser schon mal auf den Weg machen. Das liegt natürlich jetzt genau hier an diesem Ort. Hier ist das irgendwie sehr kalt. The air is bone chilling. Müssen wir uns hier irgendwo weiter nach unten begeben? Irgendwo, wo es wieder warm ist. Obwohl, da vorne war doch ein Dingens. Ja? Ein kleines Camp von einem Jäger. Einer Jägersfrau. Und da, genau, haben wir auch ein Lagerfeuer. Da stellen wir uns kurz hin. So. Und der Part dauert jetzt schon 35 Minuten. Das ist unglaublich. Gut. Machen wir hier eine kurze Pause. Und dann geht's munter weiter in der nächsten Folge von Skyrim.
Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.